Juhu ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Enigmatis 2. Da hinten müssen wir hin. Der Pfad durch das Camp führt zu der anderen Seite des Tals. Da oben haben wir den Baum, das ist wahrscheinlich Withmarshs Anwesen. Keine Ahnung, was das für eine kleine Hütte ist, aber wir werden sicherlich noch herausbekommen. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Illusion. Ich werde mir aber erstmal hier diesen Bären angucken. Dieser Bär hielt etwas in seinen Händen. Und er hat eine seltsame Markierung. Ja, da schon wieder. Eigentlich meinte ich die. Dieser Bär hielt etwas in seinen Händen, genau. Was haben wir denn da bekommen? Ein Geländerstück. Ach. Der Bahnhof. Ich finde mich direkt da drunter. Da oben haben wir hier den Dietrich gefunden. Da gab es die Absperrung. Und hier ist die Seilbahnstation. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Dann warte ich mal hier auf die Illusion, dass die wieder erscheint, damit ich sie anklicken kann. Das habe ich... Da. Da ist sie. Sehr schön. Das nächste Illusionsobjekt. Einen weißen Schmetterling sehe ich hier jetzt nicht. Was haben wir hier? Aha. Das Gitter scheint zu schwer, um es ohne Hebel anzuheben. Ich denke nicht, dass wir das Geländerstück dafür benutzen können, oder? Oh, doch. Da unten ist eine Kammer. Bin ich schon dort unten gewesen? Wenn ich doch nur nach unten klettern und kurz nachsehen könnte. Holzfällerausstellung. Oh! Na, dafür haben wir doch was. Da haben wir tatsächlich das Rabenemblem bekommen, und es, um es hier einzusetzen. Ein Fisch. Ein Holzfisch. Wir konnten ihn auch noch mitnehmen. Dann haben wir hier eine Platte, eine Metalltafel. Batterien. Ach, großartig. Die sind für die Kamera, oder? Und dann haben wir hier noch ein Schild. Holzfällerausstellung. Gut. Mal schauen, ob wir dem Bären den Fisch geben können. Der hat dann auch was für uns. Schick den Fisch durch die Bärenkehle. Verschiebe die anderen Tiere und mach den Weg frei. Die Pfeile zeigen an, wie die Kacheln ziehen können. Gut, es muss nach hier unten. Letztendlich müssen wir also diesen Vogel auf diese Seite schieben. Das dürfte jetzt nicht allzu schwierig sein, oder? Ach ja, doch. Ich sehe, wo der Knackpunkt ist, dadurch, dass der Fisch hier momentan den Vogel blockiert. Gut, dann müssen wir diese beiden erstmal hier hinziehen. Ja. Ah, okay. Den oberen schon mal. Und nochmal zurück. So geht's aber. Ach, es geht noch weiter. Gut, es wird etwas komplizierter. Wir haben mehr Teile, glaube ich zumindest, ja. Gut. Damit dieser Vogel nach ganz oben kommen kann, muss erst der Wolf weg. Dann könnte der auf die Seite ziehen. Wir können den aber auch auf die andere Seite hier verschieben, ne? Nein, können wir nicht, weil dann kommt der Fisch nicht mehr durch. Also muss er auf die andere Seite. Und die Schlange muss hier bleiben. Ja. So können wir schon mal den Wolf zur Seite ziehen. Ach, so schwierig war es nicht. Und da haben wir wieder ein Stück fürs Gefängnis unseres, tja, geliebten Feindes. Wir werden sehen. Ich kann leider nicht zurückgehen, oder? Nein. Hier, unsere Beweise sind mit einem Schloss versehen. Da können wir nicht zurück. Naja, dann gehen wir zum Holz. Is someone there? Fella Camp. Gruselig. Hey. Ach. Oh. Ganz ruhig, kleiner Kerl. Hab keine Angst. Was hast du da? Etwas für die Haare? Moment. Die Haarspange kenne ich doch. Oh, was ist das hier für ein gruseliger Typ? Bild ich mir das nur ein, oder hat mich die Statue gerade angesehen? Schon wieder so eine. Zur Lokomotive und zum Flussufer. Was haben wir hier? Was ist das? Der Mechanismus muss erst aktiviert werden. Ja. Und? Klick. Ah, ich weiß, was das ist. Da kann man eine Münze pressen. Hat sich jetzt hier gerade diese Figur... Oh, shit! Who is that? And what is he doing here?
Die Gestalt kenne ich doch. Wer ist er und welche Rolle spielt er? Kennen wir den nicht aus Maple Creek? Ist das nicht der Detektiv aus Maple Creek? Ich wollte hier eigentlich noch gar nicht hin. Ich nehme aber den weißen Schmetterling mit. Und dann gehe ich erstmal zurück. Denn ich habe hier noch gar nicht alles gesehen. Erst einmal warte ich. Da ist eine Illusion. Ich wusste doch, dass ich hier aus dem Augenwinkel eine Illusion gesehen habe. So, wir haben nämlich hier noch was. Das Rohr läuft zur Wasserquelle. Leer. Nüsse? Was? Jemand war ein schlampiger Esser. Und ein Korb, okay. Verdammt, wir können hier leider kein Wasser. Ah ja, dann würden nämlich vielleicht die Nüsse hochschweben, hm? Nee. Wir haben leider keinen Eimer. Der Korb, der kann auch kein Wasser halten. Was haben wir hier? Ach so, das gehört alles so zusammen. Ja gut. Zur Lokomotive gehe ich erst einmal. Ach, da aber haben wir eine Illusion. Och Gott. Wie grauenhaft. Wie grauenhaft. Ganz ehrlich, ich finde, teilweise sehen diese Figuren so aus, als wären es erstarrte Menschen. Und man hätte sie nur mit der Illusion eines Zaubers versehen, mit der sie dann eben wie Holzskulpturen aussehen. Aber guck mal, der ist auch angekettet. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist ein Zauber, der auf Menschen liegt. Die Beschreibung eines arbeitenden Holzfällers. Momentan ist es nahezu unleserlich. Ah, können wir vielleicht auch entfernen? Eine interessante Ausstellung, aber nichts, was ich momentan benötige. Also da oben haben wir noch ein Schild, was eine Illusion ist. Was ist das? Die Schrauben sichern das zerbrochene Schloss. Gut, da kommen wir also nicht dran. Was ist das noch? Der Kran wurde genutzt, um Baumstämme anzuheben, nachdem sie flussabwärts transportiert wurden und sie dann auf den Zug zu laden. Da ist ein Schmetterling. Ein Stöpsel. Korken zumindest. Ein Ventil, aber ein Teilstück fehlt. Habe ich auch wahrscheinlich nicht. Das war's. Das Ganze wird wahrscheinlich hier mit Kohle befeuert. Gut. Sieht so aus, als gäbe es hier sonst nichts mehr. Kann ich vielleicht den Korken hier reinstopfen? Oh, das geht schon mal. Dann fließt wenigstens das Wasser nicht mehr ab. Und wenn ich irgendwie Wasser hier reinbekomme, dann sollten die Nüsse oben schwimmen. Ich hab's gesehen! Verdammt! Ah! Der hat sich gerade wieder bewegt. Ich muss warten. Es gibt hier noch eine Illusion, würde ich behaupten. Ich gehe mal hier mit der Maus so ein bisschen... Da! Ah! Im ersten Moment sah er aus wie ein Weihnachtsmann, ne? Okay, aber auch das hier, eine Figur, die schreit. Oh, gruselig. So, was haben wir denn jetzt hier? Natürlich eine Wimmelbildszene und eine Illusion. Wieder einmal. Dampfbetriebene Kräne wurden gewöhnlich genutzt, um Baumstämme am Fluss zu be- und entladen. Was ist das? Kondition zum Anlassen des Motors. Maximaler Wasserpegel, volle Hitze und ein bisschen Glück. Eine Anzeige, um die Temperatur des Ofens zu messen. Ein Anschluss, um einen Schlauch an den Tank anzubringen. Ein Schlüssel dieser Form ist nicht zu übersehen. Ich glaube auch, den würde ich sehen. Und der Tank ist fast leer. Ah, hier wird gepumpt. Das Wasser muss durch diesen Schlauch gepumpt werden. Der Motor ist noch nicht bereit. Ich sollte mir die Anleitung ansehen. Ja, aber dafür fehlen ja eine ganze Menge Konditionen. Was haben wir hier noch? Aha. Zum Beispiel Streichhölzer wahrscheinlich, um den Kessel zu befeuern. Ach du Schande, ich weiß schon, was ich hier machen soll. Ja gut, ein Seil, sehr schön. Es gibt keinen Druck, der Motor läuft nicht. Die Brücke ist weg. Ich muss einen Übergang improvisieren. So, schauen wir erstmal, was wir hier zu suchen haben. Wir sollen ein paar Fahrradteile finden, oder? Sind es überhaupt Fahrradteile? So. Das da und das da. Jetzt noch die beiden. Das eine ist hier und das andere. So ein gerades Stückchen Rohr müsste ich auch eigentlich jetzt noch schnell finden können.
Da? Nee, sieht so blank aus, die eine Speiche hier. Da! Du hast etwas Nützliches gefunden, eine Wasserpumpe. Oh, eine Wasserpumpe! Ach, die kann ich aber vielleicht dann hier verwenden. Schnick! Was hatte die denn an dem alten Fahrrad zu suchen? So, jetzt habe ich eine Walnuss. Die ist wahrscheinlich hier für das Eichhörnchen, damit es mir die Spange gibt. Da, nimm das. Gib mir das. Beckys Haarspange. Was hat sie auf dem Ausstellungsgelände zu suchen? Ja, wahrscheinlich wohl Becky hier entlang transportiert. Oh, das ist ein Beweis. Mhm. Was mache ich jetzt mit dem Seil? Vielleicht kann ich damit dann hier den Brunnen runter. Oh ja, sehr schön. In den Brunnen. Now I can reach the rest of the park. Das stimmt, jetzt kann ich wieder ganz zurückgehen. Und dann kann ich jetzt auch endlich hier die Beweise sortieren, die ich wieder alle bekommen habe. Zum Beispiel die Haarspange. Ja, achso, ich muss die immer nur reinziehen. Ich vergesse das ständig. Ja. Dann der geheimnisvolle Fremde. Nein. Mm-mm. Nein. Für den brauchen wir später also nochmal ein neues Beweisstichwort. Aufenthaltsort. Passt hier auch nicht dazu. Nein. Ja, die hatten wir, glaube ich, schon überall einmal ausprobiert. Genau, und jetzt haben wir hier noch das. Note I found in the safe. No doubt, this refers to the bodies I found in the catacombs. When we link this with people disappearing along with their cars, we start to see the bigger picture. If there is a serial killer here, he might have a special place where he kills his victims. You can't be sure of this, but it's worth checking out. If it's true, then the Simpsons must be kept somewhere near. Indeed. So the most obvious question is, where is it? Tatort? Wo ist der Tatort? Ob mir jetzt hier vielleicht da was reinpasst? Mhm. Sollte der Verdächtige einen speziellen Ort haben, an dem er die Opfer ermordet, befindet der sich garantiert... Hoppala. Befindet der sich garantiert... Schade. Wenn ja, wo? So. Wenn ja, wo? Ja, zum Vorlesen sind die Texte teilweise zu schnell weg. Ich bin ganz froh, dass ich oftmals mit den Augen noch den hinteren Teil schon mal errate. Aber ich will euch das natürlich nicht so maschinengewehrartig runterraten. Lesen. Summit auf der Ort. So, aber diesen Fremden hier, den können wir sicherlich hier auch nicht reinpacken. Mm-mm. Mm-mm. Gut, alles klar. Können wir mit ihm noch sprechen? Is there anything you'd like to ask me? Nein, aber ich habe hier was. Guck mal. Jetzt erzählst du mir was. Raphael challenged Asmodai and the great duel came to pass. Light led him against the force of darkness. And from this epic battle, he came away victorious. Asmodai, the king of all demons and the wielder of darkness, was defeated. Na, das hört sich doch gut an. Neues? Is there anything you'd like to ask me? Search the suspect's estate, detective. The victims may still be alive. Ich weiß, ich weiß. Dann gehen wir erstmal zurück. Kann ich hiervon irgendwas noch aufnehmen? Nee, ne? Ah, aber wartet. Ich hab doch die Kamera. Hä? Ich dachte, ich kann mir den Rest vielleicht so angucken. Ah, so geht's. Ich sollte etwas anderes versuchen. Was? Oh, verdammt. Um den Rest ansehen zu können, brauche ich neue Batterien. Ja, das sind doch Batterien. Vielleicht muss ich es erst abnehmen. Die alten rausnehmen. Und die neuen reinpacken. Sehr schön. A monster? Oh, sweetheart. There's no such thing as monsters. Oh.
The events in the camper, they went differently than I thought. Becky, she hasn't been taken by the beast. Something distracted it. Then she escaped with, or was taken by, whoever that was. It couldn't have been Whitmarsh. Why would he intervene to stop his own pet? If not Whitmarsh, then who? And where is she? One thing we know for sure. The investigation goes double track now. The girl and her parents got separated. Kluge kleine Becky. Sie hat sich die Kamera geschnappt, sodass wir dann auch noch sehen konnten, wer sie mitgenommen hat. Ist das nicht die Person, die wir hier gesehen haben? This hair clip belonged to the girl? Exactly. I found it down there in the middle of the park, pretty far from Whitmarsh's house. And I saw someone by the river. It may or may not be the same person who took her from the camper. Caution, detective. He could be working for Whitmarsh. I'm not concerned about the risk. First, I need to cross the river. Ganz genau. Ich muss über den Fluss, weil ich den Typen da gesehen habe. Den Fremden. Nein. Und nein. Gut, das passt hier immer noch nicht dazu. Ich glaube, mit ihm können wir immer noch nicht sprechen. Nein. Vielen Dank, aber nein. Gut. Die Batterien haben wir jetzt also auch untergebracht. Wir können jetzt hier auch wieder zurückgehen. Ich schaue mal noch mal kurz hier rein, weil wir haben ja noch hier Illusionen. Aber bisher... Nein! Ich habe eine übersehen! Oh, ich glaube, ich habe zwei Illusionen übersehen. Guckt euch das an. Da müssen wir nochmal zurückgehen. Also zwischen gewundene Skulptur eines alten Mannes und zerbrochene Museumsvitrine muss es noch eine geben. Und außerdem zwischen dem verborgenen alten Holzfäller und der eingestürzten Ausstellungstreppe, da muss es auch noch eine Illusion geben. Gut. Alles klar, dann bin ich ja hier erstmal auf dem richtigen Weg, würde ich behaupten. So, zwischen ihm und... was war das noch? Nee, hier meinte ich gar nicht. Zwischen ihm und der zerbrochenen Museumsvitrine muss es noch etwas geben. Es ist die Frage, ob sich das hier noch in diesem Bild befindet. Oder in diesem Bild hier vielleicht? Ich warte noch mal kurz. Oder vielleicht, wenn wir... Ach, wir können leider gar nicht mehr an den Rand treten. Ja, leider sind das ja alles nur Illusionen. So, das ist die Museumsvitrine. Hier könnte es jetzt... Ja, die Statue sieht einen einfach nur an. Das ist es wohl nicht. Ich gehe dann davon aus, dass es hier noch ist. Aber wo? Aber wo? Es war doch keine gute Idee, vorhin die Seilbahn zu benutzen. Nein. Aber es wird noch einen anderen Weg dorthin geben. Was ist mit dem Baum? Whitmarsh und dieses Wesen waren genau dort, neben diesem Mammutbaum. Wo kann die Illusion sein? Ich möchte natürlich möglichst alle Sachen finden. This place is full of shiny things, waiting for... No, must watch. Immer das Gleiche mit ihr hier. Ja, böse, böse, böse. Schlimm, schlimm, schlimm. So, also nochmal von hier aus vielleicht? Nee, mir fällt aber auch wirklich nichts auf. Die habe ich. Das beschädigte Dach des Parkwegweisers.
das eingestürzte Museumsteil und die gewundene Skulptur eines alten Mannes. Eigentlich glaube ich nicht, dass es sich noch hier in dieser Szene befindet, weil wir hier schon zwei Sachen gefunden haben. Insgesamt haben wir schon die Hälfte gefunden. Bei der zerbrochenen Museumsvitrine, vielleicht dort. Also hier nochmal einen kurzen Moment innehalten, um zu gucken, wann sich hier vielleicht etwas bewegt. Oder vielleicht hier bei der Seilbahnstation. Ich hoffe, dass es sich hier nicht um die Seilbahn handelte. Das kann ich mir alles nicht mehr angucken. Ich kann hier nur noch zurückgehen. Ich könnte noch einmal hier hingehen, aber... Ich weiß es nicht. Gut, gehen wir einfach komplett zurück. Das heißt, hier unten wieder durch die Tunnel. Wobei, wir könnten hier hinten nochmal gucken. Es fehlen zwei. Wir haben hier eine Metalltafel. Ach, die gehört nach da oben. Und uns fehlt noch eine zweite, bevor wir hier etwas machen können. So, wir sind hier. Gehen zur Holzfällerausstellung und zum Fluss. Korb. Ich guck nochmal hier rein. So, ich brauche erst einen Schlüssel dafür. Dann eben hier zur Lokomotive. Da haben wir ein Wimmelbild. Was wir suchen, ist ein halber Holzscheit, der Kranschlüssel, ein Schneeschuh, ein Pluszeichen, ein Elchgeweih, ein Hufeisen, einen Humpen, einen Frosch, eine Schale, einen Baum, eine Flöte und einen Stift. So, ich sehe hier vorne den Stift und den Baum. Hier ist ein Schlüssel. Ich weiß noch nicht, ob es der richtige ist. Scheint nicht der richtige zu sein. Hier vorne ist das Hufeisen. Und der Frosch. Ein hölzernes Rohr. Ich will gar nicht das hölzerne Rohr. Ich will eigentlich den Frosch. So, der Schneeschuh. Dann suchen wir noch ein Pluszeichen, eine Schale und einen Humpen. Das ist eine Schale. Einen Humpen müssten wir eigentlich auch gut und schnell sehen können. Der liegt hier unten. Und ein Pluszeichen, vielleicht ist auf dem Tisch, ja. So, und die anderen Sachen muss man wahrscheinlich erst noch basteln. Genau, wir könnten hier ein paar Löcher reinbohren. Dann haben wir eine Flöte. Das Elchgeweih ist nur halb. Ich suche wahrscheinlich die andere Hälfte. Das ist unvollständig. Da hinten liegt es. Ein halber Holzscheit. Also hier sind Holzscheite, oder? Was ist das? Das ist das Ohr. Klick, und da haben wir den Schlüssel. So, und einen halben Holzscheit müssen wir bestimmt klein machen. Ich brauche einen Keil, um den Holzscheit zu zerkleinern. Was ist mit dem hier? Das ist nicht das Richtige. Dann so. Und vielleicht jetzt noch mit einem Hammer. Da ist ein Hammer. Klick. Und da haben wir einen halben Holzscheit. Du hast etwas Nützliches gefunden. Einen Kranschlüssel. Was ich noch versuchen könnte, ob ich hier... Mist. Wo gibt es denn hier eventuell Kohle? Oder ist das... wo ist denn... Schade, ich dachte, ich könnte den halben Holzscheit mitnehmen. Gut, hierfür brauche ich einen Schraubendreher, würde ich behaupten. So, wir haben aber schon einmal den Kranschlüssel. Und den werden wir in der nächsten Folge hier einsetzen und dann schauen, wie wir weiterkommen. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht und süße Träume.